In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sehe voll kaputt aus. Ja, ich habe gerade die Wäsche angeschmissen, man hört es auch. Und ich muss jetzt die Küche aufräumen. Also was heißt aufräumen? Das, was ich gestern abgewaschen habe, muss ich halt sortieren. Oder ist kurz Toast mit Käse holen gegangen, weil ich voll Lust drauf bekommen. Und ja, ich habe das Licht jetzt ausvergessen. Ja, genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Ich habe hier Sucuk rausgeholt. Ich wollte heute auch ein bisschen mit Lina rausgehen, weil das Wetter ist total schön. Und, also das heißt total schön, es ist halt schön warm, angenehm warm, es regnet nicht und am Morgen soll es 27 Grad sein. Total cool, endlich mal wieder. Weil schaut mal, wie ich momentan zu Hause rumlaufe. Mir ist total kalt. Ja, ich räume jetzt kurz hier auf und dann melde ich mich wieder bei euch. So ihr Lieben, ich habe jetzt für Lina ein paar Sachen gekauft bei Kick. Und zwar einmal einen Malblock, das hat sie gebraucht für 1 Euro. Dann hat sie Wachsmalstifte bekommen von Elsa. Da sind jetzt 24 Stück drin für 1 Euro. Dann habe ich ihr noch so Schablonen gekauft. Die fand ich voll süß. Das ist auch perfekt. Dann hat sie hier Seifenblasen bekommen. Und voll viele haben mich ja gefragt wegen diesem Set, was wir mit in die Türkei genommen haben. Ich habe jetzt noch eins gekauft, gefunden bei Kick. Da sind jetzt 20 leuchtende Knetfarben bei. Und ja, kostet nur 1,99 €, also viel günstiger als die bei Kick. Mit den Flugzeug sind die perfekt und die sagen auch nichts. Und Leute, ich weiß, dass mit der, wenn das hier steht, Werbung wegen Markennennung, dann tut es mir leid, aber ihr seht, ich zeige euch jedes Mal Produkte und die Scheiße ist halt, dass die, keine Ahnung, wer denken könnte, dass ich bezahlt worden bin von Kick oder sonst was. Voll scheiße, aber es tut mir leid, es nervt mich selber, aber es muss halt so sein. Bevor wir eine fette Strafe kassieren, machen wir das, ne? So, jetzt mal ich ein bisschen mit denen und dann mal schauen, was heute noch gemacht wird. Wir waren auf jeden Fall schon auf dem Spielplatz mit Audel und Lina und Audel ist jetzt auch auf der Arbeit. So, ihr Lieben, wir haben gerade geduscht und sieht man, glaube ich, auch. Meine Zahnschmerzen sind weg. Also tut noch ein bisschen weh. Ich habe so Angst vor morgen, ne? Ist nicht normal. Also ich habe wirklich Angst. Ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Voll viele sagen, es tut nicht weh, aber ich hab so eine richtige Zahnarztphobie. Na. Nicht mit Glas spielen. Genau. Ja. Ich lege jetzt Lina auch gleich schlafen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Sie hat keinen Mittagsschlaf gemacht, deswegen muss sie heute früher schlafen. Genau. So. Ich melde mich auf jeden Fall morgen bei euch, bevor wir zum Zahnarzt fahren. Und ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass alles gut läuft. Hi ihr Lieben, da bin ich wieder. Eigentlich sollte ich mich ja melden, dass wir zum Zahnarzt gehen und zwei Zähne gezogen werden. Ja, wir waren beim Zahnarzt. Aber wir hatten da ein Problem und zwar, mein Zahnfleisch hat sich ja entzündet, da ist ja Eiter rausgekommen und der Arzt meinte sofort, da da noch Eiter drin ist und ihr Zahn immer noch entzündet ist und mein Zahnfleisch ein bisschen angeschwollen ist, musste ich Antibiotikum nehmen und dann holen wir den Zahn nächste Woche Donnerstag raus. Ich habe jetzt hier Amoxicillin bekommen. Gestern um 12, gestern ist mir Mittwoch, da habe ich meine Frauenärztin natürlich nicht mehr erreichen können. Dann habe ich sie heute Morgen angerufen, ob ich das nehmen darf. Und ja, ich darf es nehmen. Also Kommentare von wegen, das ist gefährlich und blau, könnt ihr euch sparen. Meine Frauenärztin weiß, was für mich und für mein Leben gut ist. Und das ist das Wichtigste. Also klar, könnt ihr eure Erfahrung teilen. Aber ob ich das nehme oder nicht nehme, ist mir überlassen. Und das entscheide alleine ich und allein meine Frauenärztin. Und sie meinte, ich darf das 3-mal täglich nehmen. Das ist immerhin besser, als wenn die Bakterien das Baby angreifen. Das ist 1000-mal schlimmer.
Das kann zu einer Fehlgeburt führen oder sonst was. Und das riskiere ich natürlich nicht. So, jetzt war ich mit Lena alleine in den Arkaden. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, bei Ernstings Family gab es heute und gestern 50% auf alles, was reduziert ist. Und Lena ist am Baden. Und da habe ich einiges mitgenommen für die kleine Maus und auch für Lena. Ich werde euch schnell zeigen. Also, wenn ihr das seht, dann ist das bestimmt vorbei, die Aktion. Ich muss mal schauen, wie ich euch hinstellen kann. Ach so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schief. So, genau. Und zwar habe ich mitgenommen, ich nenne euch direkt die Preise. Also dafür habe ich 2,50 € bezahlt. Nach dem 50% Abzug, das ist für Lina, das ist jetzt Größe 92. Aber Ernstings Family fällt ein bisschen größer aus, habe ich das Gefühl. Lina liebt ja Melonen, deswegen passt das perfekt. Und 2,50 € ist wirklich nichts. Dann habe ich ein Set für die kleine Maus mitgenommen. Und zwar besteht das darin, dass die Hose dabei war. Dann einmal diese Jacke und dieses, ist das ein T-Shirt? Nee, ein Langarm-Oberteil. Das hat nur 5 € gekostet als Set. Und das ist nichts. Dann habe ich mitgenommen diesen Einteiler, oder ist das ein Zweiteiler? Nee, ist ein Einteiler, für 4 €. Das kann man auch mit einer Strumpfhose anziehen, wenn man zu Hause ist. Das ist Größe 68. Achso, das war Größe 56. Dann habe ich das hier mitgenommen, das ist auch ein Zweiteiler. Das ist für den Sommer dann. Das ist jetzt 68. Für 3,50 € einmal das Oberteil und dazu die passende Hose. Ich habe das zwar mitgenommen, aber man kann die Sachen 4 Wochen lang umtauschen. Ja, also wenn wir zu Frauenärztin gehen, ich frage immer wieder nach, ob es immer noch ein Mädchen ist. So, Moment, ich habe nur noch 0 Minuten. Ich muss kurz was löschen. Danach bin ich sofort wieder da. So, ich habe jetzt ein paar Sachen gelöscht. Dann habe ich mitgenommen dieses Set. Das hat gekostet 4 €. Einmal dieses T-Shirt, ist auch Größe 68 und dazu diese Leggings. Für Lina habe ich noch ein Pyjama mitgenommen, auch für den Winter jetzt. Und zwar, das ist ein Schlafanzug, hat nur noch 3,50 € gekostet. Einmal dieses Oberteil, das kann man eigentlich auch als Oberteil anziehen, finde ich. Das ist jetzt Größe 104, das passt dir dann bestimmt im Winter und das ist die passende Hose dazu. Ist auch total lang. Dann habe ich noch für unsere kleine Maus dieses Set mitgenommen. Total süß. Also die Hose gefällt mir total und die hat das Rüschen an den Ja, ich komme jetzt. Das ist Größe 68. Und ja. Das hat gekostet 5 €. Und das ist das T-Shirt dazu. Nee, das ist sogar ein Buddy. Sorry. Einmal das und noch ein Set, das ist auch das letzte. Das hat auch 5 € gekostet. Und das ist einmal das hier. Das ist auch perfekt, ne? Das ist jetzt Größe 68, aber ist ja nicht schlimm. Das gab es auch leider nicht kleiner, aber ich wollte das unbedingt mitnehmen. Vor allem, ich habe jetzt für alles zusammen, glaube ich, 30 € bezahlt. Und das ist wirklich nichts. Wenn man so bedenkt, wie viel das eigentlich gekostet hätte. Bestimmt über 80 €. Ja. Lina ist hier jetzt am Baden. Lina hat auch was bekommen und zwar, also sie hat noch was bekommen und zwar habe ich ihr jetzt ein Schaumbad gekauft von Kneipp. Was denn? Oh, ein Jackmüschen. Willst du raus? Was willst du? Willst du raus? Jammer. Genau. Und unsere HelloFresh-Box ist übrigens angekommen. Ich zeige die euch mal kurz. Wir kochen auch gleich gemeinsam da draus. Ich weiß nur noch nicht was. Aber ich denke mal, es wird Spätzle. Ich habe voll Bock drauf. Ich habe es noch nie gegessen, aber ich habe voll Bock drauf. Bitte. So, ihr Lieben, meine HelloFresh-Box ist jetzt da. Und zwar haben wir bekommen goldbraun gebratene Spätzle mit getrockneten Tomaten und Zucchini. Ich habe Spätzle noch nie gegessen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Dann haben wir bekommen gelbes Curry mit Ofengemüse, Erdnüssen und gebackenem Naanbrot. Das hat
habe ich auch noch nie gegessen, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das ist übrigens die Veggie-Box. Und einmal knackige Gemüsepfanne mit Fenchel. Fenchel habe ich auch so noch nie gegessen, da bin ich auch gespannt. Das mit Kokosmilchreis und Cashewkern und das Kokosmilchreis schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und das ist wie immer nach Kategorie sortiert. Also die sind dann abgeklebt und ich kann es dann direkt so aus dem Kühlschrank nehmen. Und das sind jetzt die kalten Sachen. Das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. So, hier war jetzt Spätzle drin mit Parmesan und getrocknete Tomaten, genau. Und das packe ich jetzt genau so in den Kühlschrank. Hier sind noch zwei Eisboxen drin. Ja, und dann können wir gleich direkt loslegen. Ich weiß aber noch nicht, was ich kochen werde. Ordnen wir das mal. So. Ich will euch was sagen. Ihr sagt immer, ich reagiere voll aggressiv auf eure Kommentare, aber sorry, ihr habt weder noch über mein Leben zu bestimmen, noch über meine Erziehung, sonst was. Ich meine, ihr könnt gerne konstruktive Kritik ausüben. Ihr könnt sagen, deine Videoqualität ist scheiße, man hört dich schlecht oder sonst was, das gerne, aber sobald ihr über mich oder über meine Familie oder über sonst was irgendwas schreibt, dann kann ich reagieren, wie ich möchte. Vergesst nicht, das ist mein Kanal. Das ist genauso wie, wenn du zu mir nach Hause kommst und vor meine Tür kackst. Das ist einfach unverschämt, wenn ihr... Und das Beste ist immer, ja, ist nicht böse gemeint, aber bla bla bla. Ach, dann schreibt es doch nicht, wenn es nicht böse gemeint ist. Wenn dir meine Art nicht gefällt, schau meine Videos nicht. Ich meine, wenn ich eine Person nicht mag, dann schaue ich ihre Videos wirklich nicht. Wenn ich einfach ihre Art oder ihr Charakter oder sonst was nicht mag, dann schaue ich ihre Videos nicht.
eine schreibt, ja, deine Frauenärztin, das interessiert sie gar nicht. Natürlich sagt sie, nimm dreimal die Tabletten. Woher kennst du meine Frauenärztin? Wenn ich meiner Frauenärztin vertraue, dann vertraue ich ihr. Wer bist du, dass ich dir auf dich höre und sage, nee, ich nehme jetzt die Tabletten nicht. Sorry, aber manchmal tut ihr einen auf, ihr habt Ahnung, nur weil eure Schwester, eure Schwägerin oder sonst was beim Frauenarzt arbeitet. Hat sie den Job studiert? Nein, also. Also manche Kommentare regen mich so auf, sodass ich wirklich diese Nutzer blockiere. Also eure Kommentare kommen bei mir gar nicht an. Ihr schreibt die zwar, aber ihr seht die nur. Das habe ich jetzt schon wieder wiederholt. Das ist auch keine Rechtfertigung, aber mich nervt es einfach. Schreibt gerne, deine Videoqualität ist scheiße, man hört dich schlecht oder sonst was. Aber schreibt nicht, was ich zu tun habe und was nicht. Schreibt mir nicht, keine Ahnung, heute wieder, warum fährt Audel sich jedes Mal zum Arzt. Checkst du nicht, dass ich Angst habe? Wofür ist denn mein Mann da? Wofür bin ich denn da, wenn es meinem Mann schlecht geht? Genau für solche Tage ist man doch da als Ehemann oder als Ehefrau. Also manche Kommentare, da denke ich mir so einfach, gib dir einen Kopfschuss, echt. Das hat auch nichts mit meiner Schwangerschaft oder mit meinen Hormonen zu tun. Ich denke wirklich so. Ich denke mir manchmal, warum mischt ihr euch in andere Leben ein? Ich präsentiere mein Leben, okay. Das heißt aber nicht, dass ich mir einiges gefallen lassen muss. Nicht mal meine Mama sagt mir, was ich zu tun habe und was nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wer seid ihr? Naja, das sind ja nur 2% von denen, die Scheiße schreiben. Und die restlichen 98% schreiben eigentlich nur gute Dinge. Oh Mann, manche Leute haben echt keine Hobbys. Da denke ich mir so, habt ihr wirklich nichts Besseres zu tun, als über Menschen so zu urteilen, die ihr nicht kennt. Ihr seht 15 bis 20 Minuten von unserem Leben, wisst nicht, was wir die anderen 24 Stunden machen und labert einfach. Naja, ich sag immer so, ich wünsche jedem das Zehnfache, was ihr über mich denkt. So soll es auch bei mir sein. So soll auch jeder bei mir denken. Früher habe ich wirklich sehr viel über andere Leute geurteilt, ohne dass ich die kenne und so, aber ich mache das schon seit 4 Jahren oder so nicht mehr. Aber wozu? Was bringt mir das? Wozu? Also, ich meine, das kommt im Endeffekt wieder zurück und ist auch nichts Gutes. Vor allem nicht, wenn eure Kinder das dann auch noch sehen und von euch erlernen. Also, das ist nicht schön. Auch für deren Zukunft später. Naja. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt mit Nina schlafen. Nina hat ihren neuen Schlafanzug an. Sie wollte das unbedingt anziehen. Ja, Schatzi. Und ja, ich werde jetzt hier die letzten Sachen noch wegräumen. Und dann gehen wir auch schlafen. Ich lege mich auch hin. Mein Zahn geht jetzt übrigens gut. Ich habe das Antibiotikum jetzt zweimal genommen. Also einmal am Morgen. Und einmal eben. Und ich denke, das reicht auch. Ich muss das jetzt nicht dreimal nehmen. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und danke an HelloFresh für die dritte Kooperation. Das ist jetzt, glaube ich, oder vierte. Und ihr wisst, ich bin von HelloFresh schon immer überzeugt gewesen. Und mit meinem Code könnt ihr auf die ersten beiden Boxen 30% sparen. Und das ist sehr, sehr viel. Das ist fast die Hälfte. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen oder beim Kochen mit der HelloFresh Box und würde mich über euren Feedback freuen, wie ihr die HelloFresh Box findet. Ich weiß, dass einige das schon mal bestellt haben und würde mich wieder freuen, wenn ihr meinen Code dazu benutzt. Den findet ihr unten in der Infobox. Bis dann. Tschüss.